hässliches Möbelpaket. Was soll ich da denn machen? Also das letzte, bitte was Gutes. Nicht, nein! Standart. Schreibt man so? Hm. Hey Leute, was geht? Kann ich hier bei Schmippe Apps und Games und Leute, wir sind heute in Tokaboka und ich habe eine Challenge für mich selbst. Das ist eine sehr interessante Challenge, weil ich finde, also ich habe schon mal gemacht, also nicht schon mal so, ich habe sowas Ähnliches gemacht, aber nicht unbedingt das. Ich habe mal mit dem Glücksrad mal gespielt, so rumgespielt, was ich da alles machen kann. Und dann dachte ich einfach nur so, es wäre doch eine sehr gute Idee, einfach nur jetzt mein Tokaboka-Haus so zu gestalten, wie das der Glücksrad bestimmt. Hm. Ich dachte einfach nur, das ist komplett was anderes, weil dann kann ich leider nicht entscheiden. Da kann ich einfach nur nicht sagen, so, ich möchte alles pink haben oder, oh, ich möchte alles schwarz haben. Oder noch irgendwie, ich kann es leider nicht entscheiden, weil das Glücksrad entscheidet das alles. Mystery Wheel. Und Leute, deswegen, ich würde mal sagen, wir können erstmal auch mal starten mit dem wunderschönen Glücksrad, weil ich habe hier tatsächlich was ausgewählt. Ich habe hier ein Online-Glücksrad. Ich habe nicht das normale Ding, ich hab's nur online. Also, erstens, als Thema 1 möchte ich, dass das Glücksrad auf jeden Fall mein Haus auswählt. Und zwar ist es die Luxusvilla, es ist Innenstadtloft, Nebelhütte, Neon-Apartment, rustikales Haus, Urlaubshaus oder Standardhaus. Also Standard, ganz normal, das ist gerade das Haus, was wir immer haben. Ich würde mal sagen, ich klicke es mal einfach nur zu drehen und ich mache meine Augen nicht zu, aber das ist schon wirklich interessant. Was kommt? Rustikales Haus. Okay. Also Neon-Apartment wäre schon cooler. Möchte ich auf jeden Fall sagen. So, dieses rustikale Haus, was ich hier habe, lösche ich mal. Einfach nur das, weil ich möchte es auf jeden Fall clean haben. Deswegen egal. Und Leute, aber das Ding ist ja, das ist halt, ich möchte jedes Zimmer quasi so gestalten, welche Möbelpacks wir haben. Dafür muss ich erstmal einfach mal hier mal reingehen und gucken, welche Möbelpacks es tatsächlich gibt, damit ich das weiß. Wir haben Tierbaby-Einrichtungspaket. Oh, was ist das denn alles? Ah, oh, das ist das hier dann, das Süße, die süßen Sachen. Ja. Die Neon-Apartment-Einrichtungspaket, das ist trotzdem immer noch ein Einrichtungspaket. Antike Möbeln habe ich natürlich auch alles. Innenstadtloft, selbstverständlich. Rustikales Haus, das ist das, was alles in die rustikales Haus gehört. Ach so, das ist das alles. Ich hab nicht mal eine Ahnung. Urlaubshaus, richtig auch süß. Mag ich total. Und mein Lieblingssport- und Spaßmöbelpaket. Ach ja, natürlich auch noch Hello Kitty. Richtig schön mit wunderschönen Tapeten. Festliches Möbel, ja, Luxusvilla natürlich, richtig, richtig viele Sachen. Und die Nebelhütte. Ich würde mal sagen, ich schreibe es jetzt einfach nur das alles hierhin auf. Also Luxusvilla, okay. Nebelhütte, Innenstadtloft, das bleibt alles. Rustikales Haus, Urlaubhaus und Standardhaus kommt raus, weil wir... Nee, doch, Standardmöbel. Diesmal nicht Standard... Man so? Standard. Das ist deutsch. Ich glaube, ist es richtig? Nein, weiß ich nicht. Okay, dann haben wir festliches Möbelpaket. Ich schreibe einfach nur Paket mit ohne. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben, Leute. So, ich würde mal sagen, Leute, das war's und ich klicke mal um. Das ist das erste Raum von meinem rustikalen Haus wird das sein. Innenstadtloft. Okay, ich gehe mal wieder nach Hause rein und gucke, was ich damit machen kann. Hm. Also, es ist ein rustikales Haus mit dem ersten Zimmer, was in Innenstadtloft sein muss. Nur mit Innenstadtloft-Sachen. Das ist dann dieses Zimmer. Das soll Innenstadtloft-Zimmer sein. Das zweite Zimmer. Ich guck mal einfach nur, was wird jetzt das zweite Zimmer? Ich suche einfach nur weiter. Ich mache einfach nur weiter so. Erstens Innenstadtloft. Das zweite Zimmer ist Antik.
Ja, das dritte Zimmer. Wir haben sehr viele Zimmer in diesem Haus und es ist nicht das, ist das, ist das nicht, das, nicht das Gute, Leute. Das dritte Zimmer ist hässliches Möbelpaket. Was soll ich dann denn machen? Dann später werden wir noch auf jeden Fall sagen, was diese Zimmer sein sollen. Das vierte Zimmer. Ich hoffe einfach nur nicht, dass wir irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Badezimmer bei dem festlichen, bei den festlichen Sachen bekommen, weil dann können wir da nichts damit machen. Standard. Also, das erste Zimmer. Innenstadt. Antik. Festlich. Standard. Wir haben jetzt nur noch das größte Zimmer tatsächlich und dann Balkon. Balkon, ich guck mal einfach noch, ob ich noch Balkon mache. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich schon auch noch dazu, ganz kurz. So, das dritte, bitte was, also das letzte, bitte was Gutes. Nicht, nein! Schon wieder Standardmöbel. Und jetzt Balkon, komm, komm. Ich möchte aber nur, dass es wenigstens was Gutes ist. Das kann auch nicht wahr sein, dass es einfach nur aus allen Dingen einfach nur genau diese Themen ausgewählt werden. Urlaubshaus, okay, daraus kann ich was basteln. Also Leute, wir haben hier Urlaubshaus auf dem Balkon. Hier haben wir Standard, Standard. Festlich. Antik, Innenstadtloft. Jetzt gucke ich noch einfach nur, ich nehme das, ich pack das alles weg. Und ich mache mal hier Arbeitszimmer. Und das erste Raum, was wir in Innenstadtloft ausgestalten sollen, ist, ich hoffe, was wird das? Was wird das erste Zimmer sein? Wohnzimmer! Innenstadtloft, Wohnzimmer. Dann das nächste haben wir ein Antikzimmer. Was wir in so einem Antik-Look machen werden. Was wird das sein? Das wird Arbeitszimmer. Ein Antik, immer Antik-Look. Ja, ganz gut. Können wir auf jeden Fall machen. Und dann haben wir festlich. Oh mein Gott, was wird jetzt mit festlich kommen? Oh mein Gott, das dritte Zimmer ist einfach nur ja festlich. Bitte nicht. Noch ein Arbeitszimmer, okay. Und das sind die beiden anderen Zimmer, die mit Standardmöbeln sein werden. Und wann wird das sein? Das wird Badezimmer, Standardmöbel, sehr klassisch wird's. Und das zweite Zimmer, das wird Teenagerzimmer mit Standard. Okay, und Balkon leider können wir nicht auswählen, Balkon wie Balkon, Leute. Deswegen kann ich daraus nicht machen. Das ist jetzt Wohnzimmer, was wir in Innenstadtloft-Look gestalten werden. Das ist jetzt das Arbeitszimmer im Antik-Look. Arbeitszimmer Nummer 2 im festlichen Look. So richtig Weihnachten. Dann haben wir hier Badezimmer im Standard und Teenagerzimmer im Standard. Und Balkon mit Urlaubspaket. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ne? Dann habe ich ein bisschen Zeit, um das alles zu bauen und wir sehen uns gleich und gucken einfach nur, was ich da gebastelt habe, ne? Bis gleich.
Leute. Eine halbe Stunde später und ich habe es fertig, Leute, endlich mal fertig. Unser Wohnzimmer ist in dem Stil von Downtown Loft. Ich bin tatsächlich nicht wirklich der Fan davon, weil es alles so mehr so sportlich ist und ich finde das jetzt gerade so als Wohnzimmer passt es nicht unbedingt. Also sie sieht mehr so aus wie so eine WG-Wohnung oder so jetzt gerade halt mit diesem Zimmer. Schon in Ordnung, aber nicht unbedingt mein Favorite. Dann gehen wir weiter. Das ist das Arbeitszimmer, was in so einem Antique-Stil gemacht wurde. Ehrlich gesagt, ich konnte nicht viel damit machen und ich glaube, ihr seht das auch. Es gibt keinen Fernseher in diesem Pack, es gibt kein PC und so. Ich kann leider nichts damit machen und genau das Gleiche habe ich das. Das ist... Fragt mich nicht, Leute. Es ist einfach nur, ja... Der Weihnachtsmann wohnt hier. Anscheinend mit einem Kind. Und das Arbeitszimmer von einem Weihnachtsmann. Frag mich nicht. Badezimmer richtig schlicht. Also richtig so typisch Tokaboka-mäßig. Also als ob ich jetzt gerade wirklich in einem Tokaboka-Haus bin. Und da habe ich einfach nur nichts gebaut. So. Aber okay, ist in Ordnung. Dann kommt dieses Zimmer tatsächlich. Und ich bin relativ stolz drauf. Also ich finde, es ist relativ gut geworden. Dafür, dass es... alles mit Standardsachen gemacht wurde, außer natürlich diese Sachen. Theoretisch sind das Standardsachen, weil die quasi, ja, die sind relativ neu, aber die sind gratis. Also mit Standardsachen und mit Standardhaus meinte ich Gratis-Sachen. Deswegen, diese Sachen sind auf jeden Fall gratis. Also diese Recycling-Sachen, die wir selber machen können tatsächlich. Deswegen habe ich die tatsächlich auch hier reingepackt, weil ich finde, die könnten auf jeden Fall... besser, also die haben es besser gemacht. Die haben es hundertprozentig besser gemacht, deswegen finde ich es auch gut. So, das ist quasi das Teenager-Zimmer. Ich habe einfach nur zwei Leute hier reingepackt quasi. Dann sind hier einfach nur zwei Leute mit einem so Doppelbett. Und ja, das ist jetzt Fernseher anstatt PC, weil leider es gibt kein PC. Aber ich finde es relativ in Ordnung. Und natürlich, unser Balkon konnte auch nicht viel machen. Aber das Thema wenigstens passt. Das Thema passt wenigstens und ich konnte das ein bisschen noch retten. Das Thema ist ja Urlaubshaus und für den Balkon passt es sehr gut. Also Leute... wenn ihr meint, dass ich nochmal so eine Challenge machen sollte, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!